Ja, Christina, wir hatten jetzt gerade die Session mit dem Karl-Heinz über die MOOCs. Was war für dich so eine Kernerkenntnis, die du da jetzt mit rausgenommen hast? Also die Kernerkenntnis war jetzt erstmal, dass ich ganz viel dazulernen muss, weil ich das erste Mal mit dem Thema in Kontakt kam und dass das auf jeden Fall eine Option ist für unsere Führungskräfte und auch für unsere Teilnehmer, alternative Lernmethoden einfach mal zu nutzen. Definitiv. Ja. Und wie sieht's bei dir aus? Was hast du mitgenommen aus diesem Kurs oder aus dieser Einheit jetzt? Also ich habe Erwachsenenbildung studiert und hat deshalb schon so eine erste Berührung mit MOOCs, war selbst aber noch nie beteiligt. Also ich habe noch nie einen durchgeführt und ich muss sagen, ich bin gerade sehr inspiriert und möchte unbedingt gern noch in diesen MOOC mit eintreten, der da aktuell läuft. Und finde es sehr spannend, wie Firmen da einfach auch ihre Geschichten mit preisgeben ein Stück weit und dadurch eben aber auch wieder neue Impulse bekommen, also dieses Geben und Nehmen und schlussendlich gewinnen eben beide Seiten ganz viel. Also ich fand noch ganz toll diesen Austausch, also dieses Netzwerken, das ist ein schöner Aspekt, finde ich, am Lernen. Ich habe schon immer gerne genetzwerkt und halte das für sehr wichtig und das bestätigt das ein Stück weit. Und interessant fand ich auch noch, hast du schon mal gehört, was XMOOC und CMOOC ist? Also das fand ich auch total spannend, dass es da auch Unterschiede gibt. Muss ich gestehen, dass mir das bislang auch nicht so richtig bekannt war. Deshalb, also ich bin gespannt, was mich da erwartet. Also ich möchte mich da die Woche mal mit einloggen. Vielleicht treffen wir uns ja auch. Genau. Und vielleicht können wir da auch perspektivisch länger in Austausch gehen darüber. Das wäre super, ja. Treffen wir uns doch einfach mal online. Perfekt.